Und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Himmels 19 Challenge Break mit dem Chrissy Gaming und in der Schule. Moin. Okay, gut, ich bin zu dumm, um mich bei Modhaus anzumelden. Musste ich bei Modhaus, da würde ich anmelden, aber alles gut. Hier außerdem erstellen wir immer Modlisten. Das heißt, es ist super easy, Mods zu installieren. So, dann müssen wir, glaube ich, zum Meludon. Hä? 8 Uhr haben die doch gesagt, oder nicht? Ja. Also ich bevor ich das voll. Mal gehe ich jetzt nochmal ganz schnell Gras einfahren hier. Och, hier ist ja auch ein Schacht, ey. Ich hasse diese Schächter hier auf der Map. Ey, das ist nicht normal. Ich frage hier jeden Schacht. Sag, Junge. Bin am Bewerben, okay. Also ich habe noch nie einen so schnellen Bewerber bei uns gesehen und mit so viel Emotionen und alles. Das freut mich wirklich. So. So, hast du eine Unkrautspritze oder so? Ne. Gar nichts. Gar nichts in der Richtung Unkraut. Musst du das Hello fragen. Muss ich mir selber gönnen, sonst wird das zu teuer. Och man, ich hänge überall fest. Das sind Bäume, ey. Irgendwann ziehe ich alle Bäume weg, das sage ich dir aber. Habe ich zuletzt aufgehört? Was denn? Ja, natürlich alles mit Spaß verstehen, Leute. Ich habe eine Stimme vom 13-Jährigen. Ja, das ist doch nicht schlimm. Wenn du das maximal alle erreichst, ist scheißegal, wie du dich anhörst. Das kann eigentlich. Also, ich finde es relativ gut. Das macht nämlich auch einen schönen Eindruck hier. Wenn Leute nämlich die Stimme auch eine andere Stimme haben, als eigentlich das Alter betrifft. Das finde ich cool. Deswegen, mach dir keinen Kopf drum. So, jetzt werden wir noch den Düngerstreuer aufgeben und dann werden wir zu meinem Hof. Zum Hof vom Dings fahren. Jetzt habe ich mich wieder verfahren wegen dir. Ach so. Ich muss da hochfahren, ich will mein Gras! Bitte einmal für das LU, was? Bitte einmal für das LU, danke, Herr Lesprofi. Hä? Was? Bitte einmal LU für das LU, danke. Ach, die meinen wahrscheinlich, dass wir da hinkommen sollen. Soll mal kommen? Ja? Ach so, ich soll mal runterkommen. So, dann gehen wir unsere Sachen holen. Fahren wir mal zum Händler. Und dann holen wir uns noch einmal die Dings. Und dann passt es. Bin ich wieder da. Warte, sag mal kurz. So. Wo ist denn jetzt der LS-Profi wieder? Yeah.
Jo, Morgen, bitte, was gibt's? Hä? Was gibt's? Nichts, die wollten nur, dass ich die Kühe mal ablade. Ach so. Die Bärdas brauchen ja alle einen Stempel von mir. Registriert. Die müssen registriert werden, Junge. Ich bin gerade auf dem Weg zum Händler. Zum Händler? Mhm. Der ist tabu, sorry, da ist mein Land gerade. Spaß, alles gut. Kauf du einen. Hab ich dir eigentlich schon von meinem Lottogewinn erzählt? Ja. Also für Lottogewinn? 6 Millionen auf mein Konto. Ich seh's. Ich wusste gar nicht, dass 6 Millionen umgeschrieben in Euros 200.000 sind. Ist mir neu. Aber warte doch nur mal so 5 Minuten. Ja. Mal jetzt hab ich mich jetzt verfahren, Alter. Holt er sich keinen Kredit auf oder was? Ja. Scheiß so aus. Stimmt eigentlich. Kredit wäre auch noch offen, aber ich brauch keinen. Ich hab genug Geld. Verdiene auch noch genug. Oh, scheiße. 10. 9 Minuten noch hier. Die zwei paar muss ich noch reinfahren. Deswegen fahr ich auch schon auf, weil wir beim Müll loser müssen. Und dann kann ich auch gleich mein neues Werkzeug abholen. Ja. Mach du. So. Zack und einmal umdrehen. Damit der Herr Kollege wieder schummeln kann. Ich schummel hier gar nicht. Na. Ich hab noch nie geschummelt. Ja. Sagen sie alle. Ich merk grad was. Ich muss eigentlich mal mein Silo abdecken. Das hast du ja komplett durchgedichtet. So. Scheiße, das hätte ich schon letzten Abend mal. Du hast gesagt, ich soll es noch nicht abdecken. Ja, alles gut, das war mein Fehler. Ich hab nie gesagt, dass es dein Fehler war. Scheiße. Der zerlegt schon wieder sein Ding da hinten. Das nervt gerade schon wieder, ey. Weil er hätte locker schon die Hälfte oder fast das Ganze gehabt, ey. Ach, geil. Fehler passieren. So, und jetzt voll Karacho hoch zum Händler. Leute. 2 Minuten hast du noch. Ja, ich werde sowieso um 8 welche Zeit auf 1 mal. Guck mal, schau mal, was ich vorhaben hier. Vielleicht wird das sogar, wenn die viel vorhaben, sogar heute mal eine 20-minütige Folge. Guck mal. Lol. Was los? Lul. Ich bin mal echt gespannt, was sie vorhaben. Vielleicht bringen die uns schon free Pizza. Leute, kurze Augen zu. Ihr seht nichts, ihr seid in der Wunderwelt. Jetzt sind wir im Wald. Alter, das hat gerade übelst geleckt. Ihr seht nichts. Ihr seid in der Wunderwelt. So, jetzt seid ihr wieder in der Welt. So. Hä? Na, ich fahr richtig. Oh, scheiße. Vielleicht sollte ich mal die Zeit auf rein. Ja, moin. Hab alles gesehen. Du hast nichts gesehen. Alles gut. Ja. Werden wir gleich anschauen. Nichts hier. Ich geh mal zum Eluhu, da sollen wir warten, bis sie kommen. Ist mir egal, ob sie warten wollen oder nicht. Ich komm sowieso gleich. Gib Gas, Junge! Ich habe kein Headset. Was hast du denn dann? Über was redest du denn dann? Hier, deswegen, Julian, kauft doch für das Geld ein Headset. Also Mikro. Ja, wie redest du denn dann? Weil es wäre schon wichtig, dass du auch mit uns gut sich verständigen kannst. Jo, das wäre auf jeden Fall gut. Weil der Net ist ein bisschen schlecht, du. Das ist das Problem, deswegen, ja, Julian, dass er für das Geld ein Mikro kauft.
Macht's! Lass mich bloß nicht bloßstellen, ey. Weil wir müssen uns ja irgendwie verständigen, Julian Peisel. Ist halt blöd, wenn wir nur, wenn du uns hörst, aber wir dich nicht. Oh! Wir haben beide die gleiche dumme Idee. Was denn? Zwei dumme Eingedanke, Junge. Der Felix kommt von oben, wir beide. Felix! Wo ist deine Seite? Zwei dumme Eingedanke, Junge. Ich wollte ausweichen. Deine Seite? Du fährst da drüber. Nie ich hier in meine Richtung. Ja, Junge. Nimm meine Richtung, nimm meine Front ein, sondern och, die andere Seite. Ist doch jetzt. Ja, ihr könnt euch hier beim Dings eintreffen. Ja, wir fahren gerade. Wo ist schon mal ein Treffen gefunden? Jo. Bei meiner Uhr. Jo. Dann du warst Julian, ich kann ja. Ja. Ich kann ja auch gern gleich mal mein Mikro sonst verlinken. Ist natürlich. Der hat sich ein Cent gegönnt. Was für ein? Ein 500er, okay. Ja, was los? Och du Scheiße. Was soll da auf so gespendet kommen? Was? Ja. Echt? In Euro? 2, Dreh. Boah, krass. Was ist auf Stein? Warte kurz! Komm noch. Jetzt gibt sie hier irgendwas Geiles wieder. Wollt ihr mich eigentlich irgendwie auf den Arm nehmen oder was? Sorry, kleinen Pitches, Alter. Warum was denn? Junge, ich komme hier hin noch! Oh, geil, 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 geil. Boah, fetter Traktor, ey. So. Wieder die gleiche. Geil, ey. Gleiches Gebiet. Naja. Geil, geil, so, geil. Passt mal auf kurz. Passt mal kurz auf. Dieses Mal nehme ich die Seite hier. Was ist los? Wenn du den fängst, kannst du den dann noch mit hier Maus da tiefer legen. Also reindrücken in die Erde. Das also? Würdet ihr dann mal bitte machen. Warte kurz. Hä? Ach so. Ah. Das wird dann zum tiefen lockerer. Also ganz das nach unten oder was? Ja, genau. Mit was? Mit Maussteuerung. Und dann von links nach rechts. Also. Ja, genau. Und dann ganz nach unten. Das dann bitte beim Start machen. Bleibt er dann auch so, wenn du, ja, der bleibt ja. So, okay. Ja, drauf, ja, bleibt er dann so. Ja, man weiß ja nie. Kann man mit dem Motor starten? Ja, er könnte schon starten. Boah, geiler Traktor, muss ich sagen. So, seid ihr bereit? Ja. Also es geht wieder darum, wer am saubersten und am schnellsten wieder hier die Mittellinie erzielt. Jo. 3. 3, 2, 1, Feuer. Sander startet schon wieder hier, ey, geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer die Scheißarbeit für euch machen. Ja, schon irgendwie. Und dann legen sie es als Challenge aus. Und dann legen sie sich da drüben in der Hängematte und denken sich, geil, nichts mehr zu tun. Nee, ich fahr den anderen schon mal runter. So. Aber hier geht es auch wieder ums Wenden und beim Wenden war letzte Challenge sein Fachgebiet. Ey, da die brüllen ja rum, ey. Sorry. Ist ja nicht. Was macht denn der Case da vorne? Markiert ihr die Mittellinie oder was? Okay. Jetzt ist mit dem ich seinen Ladewagen gestellt, ey. Scheißegal. Ich komm alles hier. Ah ja. Kann ich einen kleinen Tipp Ihnen geben? Ja. Ich glaube, es wäre sogar ganz gut, wenn Sie bei dem nächsten Ding einfach mit Ihrem Pinsel in der Mitte einen Streifen machen. Mit meinem Pinsel? Ja. Sie wissen, was ich meine mit dem Pinsel.
Wo geht's runter? Scheiße, das hat mir Zeit gekostet. Das gibt's nicht. Nur weil ich nicht gesehen habe, wo man runter macht. Einfach wegbumsen. Wieder gefetzelt gefingert, ey. Aber egal, Leute. Ganz gechillt. Boah, was sind das für fette Ofen? Ich glaube, schaue ich mir gleich an Deutzer drüber an, Alter. Und der Ofenrohr? Edelstahl, wenn dann. Ich bin jetzt in Discord und wie kann ich mich jetzt bewerben? Schreib mir kann er privat. Vielleicht kann der Kevin das ja. LSP Kev unterstrich 936 oder sowas. Da kannst du ihn anschreiben. Ist aber auch eine Bewerbungsinfos. Irgendwie müssen wir auch nochmal ändern. Was? Bewerbungsinfos, es gibt ja kein Nico mehr. Einfach weg. So. Ach, fahr. Komm. LSP was? Einfach unter einfach Kevin suchen, also Kev. Den schreibst du dann einfach deine Bewerbung. Oder schreibst du über Word und schickst einfach einen Link von dem Word. Moment. Aber ne, halt dort in den Channel, dass die. Jo, hast recht, vorweg. Was ist denn das hier, Junge? Genau, so machen wir das heute. Genau, so passt das. Ey, ihr habt einfach die Bahn hier zu scheiße hingesetzt, habe ich das Gefühl. Grüß Sie. Ah, schau, da ist jemand. Ach, zum Thema neutral, Junge. Ey, jetzt bin ich mal echt gespannt, wie ihr das ausrechnen wollt hier. Weil wir sind gefühlt, haben beide Bahnen genau die gleiche Scheiße. Komm schon, du blaues Wunder, du schaffst das. Ja, das ist ein Holland, Junge, der brüllt. Mach dich hier um. Und ich hier bin, ich mach mich hier breit, nicht du. Da muss ich aber ganz okay. Junge. Geht's um jeden Zentimeter? Ah, jo. Alter! Das ist dein scheiß Ernst! Junge, nicht so viel kuscheln, ey. Das wird langsam ganz schön. Nichts geht's mehr. Wahnsinn. So. Danke fürs ins Ziel schieben. Das Ding ist halt einfach, dass da vorne noch irgendein Streifen ist. Den hole ich mir jetzt noch. Wo ist denn der Streifen auf welcher Seite? Wobei, ich glaube, der ist genau in der Mitte. Das sind genau die Anforderungen mindestens. Kommt auf einmal so an. Die sind alles in der Bewerbungsdienst. Auf welcher Seite ist der? Der ist doch eher auf Chrissy seiner Seite, oder nicht? Junge, ist das denn? Nee, der ist in der Mitte. Der ist genau in der Mitte. Du kleiner. Du kommst sie nicht an. So machen wir das schon mal nicht. Du fährst schön zurück. Es ist egal, wer den Streifen wegnimmt. Ich habe eh schon eine Entscheidung. Aha. Wie der mich da wegrahmt, Alter. Komm, ich schieb dich noch an hier. Oh Mann. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Brumm, brumm. So, dann könnt ihr euch alle mal herstellen. Wir stellen uns mal kurz schön hier. Einpacken noch einmal. Ja, stellen wir mal schön hier nebenhin.
So. Mach ich gleich einen Screenshot von. So. Chrissy, kannst du ja gleich einmal machen hier. Erstmal gucken. So, jetzt bin ich gespannt. So, da beide Seiten alles perfekt gegrobert oder getiefenlockert haben, würde ich sagen, Kenner kriegt irgendwas. Wow. Spaß. Wollte schon sagen, Alter, darf ich uns nur Zeit verschwinden? Das finde ich ja schon lächerlich. Ach so. Komm hier, hau raus. Ja, also dadurch, dass ihr euch beide angestrengt habt, kriegt ihr beide die gleiche Zeit. Ja, eben eine Kugel Eis. Chrissy, willst du zuerst kloppen oder ich? Ist mir egal. Oh Mann. So, dann könnt ihr euch ja mal euer Preisgeld angucken. Oha. Ich dachte, ich bekomme jetzt diesen geilen Holland hier. Den hätte ich gern gehabt, ey, ganz ehrlich. Ey, den musst du dir erarbeiten. Wie viel hast du bekommen? Wie viel hast du bekommen? Hau raus. 40.000. Wie viel? 40. Ich auch, dann passt das. Ja. So, dann danke für die geile Challenge, Mann. Jo. Und hier. Danke nochmal fürs Zuschauen. Schaut so gern beim lieben LS für Profi vorbei und schreibt so gern eure Meinung in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Passt dann. Ciao. Ciao.